So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link Between Worlds. Ja, wir sind hier bei Ravio. Huch, falscher Knopf. Und ich habe ehrlich gesagt vergessen, was genau wir machen. Steuerung wieder eingewöhnen, ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz kurz checken. Das war die Glocke, das wollten wir nicht. Ich wollte da. Wir waren nämlich im letzten Part oder im vorletzten Part. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, waren wir da hinten, also auf dem rechten Bildschirm, auf der rechten Seite, im Palast, also im Bereich der Finsternis. Und ich würde mal fast sagen, wir machen da direkt weiter. Sidequests und so, das können wir ja alles nebenbei machen. Ein bisschen weglaufen vor dem Typen hier. In den Rücken stechen. Big Step! Oh Gott! Und direkt von ihm hier erstochen werden. Sehr schön. Nee. Also die letzte Aufnahme ist mal wieder ein bisschen her. Das ist so wie üblich bei mir. Es ist mir sehr peinlich, es tut mir leid. Aber was soll's. Wir sind halt einige private Sachen dazwischen gekommen, sagen wir es mal so. Beziehungsweise dazwischen gekommen nicht wirklich. Aber es ist sehr viel Privates passiert. Das muss man einfach mal so sagen. Da unten ist ein Eingang zur... nach Lowell. Das wäre eventuell mal eine interessante Sache. Wie kommt man denn da hin? Ja, hier unten, das ist mir schon bewusst. Ich höre hier... Achso, ja, hier sind wir schon wieder. Am Haus der Winde, okay. Oder des Windes. Nee, wie gesagt, also viele private Sachen, die geschehen sind. Toll, toll, toll. Super toll. Bitte spuck mich nicht mit Feuer an. Das tut doch weh. Ja. Dementsprechend mehrere verschiedene Sachen und alles ein bisschen... blöd. So, gucken wir mal schnell. Vielleicht reicht ja unsere Energieleiste aus. La-di-da-di-da-di-da. Übrigens, falls ihr euch wundert, wieso wir blau sind, guckt den vorletzten Part, in dem wir den... Oh Gott, ist das laut. In dem wir den... Oh Gott. Hey. Lukas, Held von Hyrule. Ich bin im falschen Gebiet gelandet. Hier liegt ein Labyrinth der Flammen. Du benötigst besondere Ausrüstung, um gegen die Flammen zu bestehen. Ich spüre, dass sich dort ein hervorragender Mensch befindet, der einem Weisen wahrlich gerecht wird. Bitte rette ihn. Dies sind die Worte von Hilda von Lowell. Ein Labyrinth von Flammen. Ich glaube wirklich, ich bin definitiv im falschen Gebiet gelandet. Eigentlich wollte ich in das Gebiet da über uns. Oh, guck mal, eine Fee. Na, wo kommst du denn her? Dankeschön. Oh, ein Herzteil. Ah, okay. Ich sehe schon. Aua. Ach, der Schildkrötenfelsen. Wobei, eigentlich dürfte der gar nicht hier sein. Okay. Aber hier können wir noch nichts ausrichten. Wie ihr gesehen habt, da ist viel Lava. Und mit Lava können wir bis jetzt noch nichts machen. Ich wollte tatsächlich eigentlich nur gucken, wohin uns der... das Portal führt, aber das ist irgendwie ein bisschen die falsche Stelle. Dann gehen wir mal zurück. Gehen wir zurück. Und gehen an die Stelle, wo wir schon mal waren. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Nein, du... Nee, ihr bespuckt mich jetzt nicht wieder mit Feuer. Ihr Unholde! Unhold! Das erinnert mich immer an Twilight Princess, an die Nimbus Garden, wenn man die getroffen hat. Unhold! 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 Das klingt für mich immer noch so, als würden die ganze Zeit Unhold sagen, okay? Ja, ich weiß, ich bin merkwürdig. Oh. Oh. Erstmal ein Maimai geholt und direkt darauf in den Rücken geschossen. Waren wir hier schon mal? Eine Feenquelle! Ich werde deine Wunden heilen. Schließe deine Augen und vergiss allen Schmerz. Ach, das würde ich so gerne im Real Life jetzt momentan mal machen. Ja. Also bevor hier irgendwelche Gerüchte entstehen, nein, ich bin nicht krank oder... Also ich bin krank, ich habe mehrere Krankheiten, chronische Krankheiten, aber nichts Weltbewegendes. Also nichts Gefährliches, sagen wir es so. Obwohl Migräne kann gefährlich sein. Ach, lassen wir das einfach. Oh, guck mal, Maimai. Ach ja, dieses schöne Gebiet, ne? Der erste Dungeon, mehr oder weniger, den wir gemacht haben. Um Osphala? Hieß er Osphala? Aufzusuchen. Ich meine, hier ist Osphala. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Sehr peinlich. Achso, und... Oh. Oh.
Da ist ein Herzteil. Wie komme ich an das Herzteil? Ich will das Herzteil. Wir holen uns das Herzteil. Ich bin voll dafür. Und danach geht meine Schattenwelt. Tada, du bist tot. Gut, dann sollten wir nun den Weg dazu hinfinden. Wir haben ja jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, als zu der Zeit, wo wir das erste Mal hier waren. Ne? Wir haben jetzt einige Items. Wir haben die Krafthandschuhe. Wir sind toll. Ah ja, seht doch mal. Bomben haben wir auch. Die haben wir sogar gekauft. Wir haben sogar große Bomben. Ja. Ich bin immer wieder überrascht, wie gigantisch die sind. Erinnern so ein bisschen an die Level 2 Bomben aus Forsort Adventures. Na, wer kennt das Spiel? Ah, das kennt tatsächlich die wenigsten. Selbst Leute, die sehr viel mit Zelda zu tun haben und so. Ein weiteres fehlt noch. Ärgerlich. Schlange! Abgrund! Aber sie ist gestorben, bevor sie in den Abgrund gefallen ist. Okay. Lassen wir einfach mal so dahingestellt. Ja, ja, Zelda Four Sword Adventures. Das ist auch so eine Sache. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich dieses Spiel nochmal Let's Playe. Ich hab's wirklich das letzte Mal zu meinem Let's Play gespielt. Und ich hätte mal wieder richtig Bock auf das Spiel. Ah. Es gibt ja einige Stellen, die wir noch nicht betreten haben. Die wir uns definitiv mal angucken sollten, ne? Sollten wir mal. So wie hier zum Beispiel. Ladida. Da ist eine Schatztruhe. Kannst du sie holen? Ja, kann ich. Wir sind jetzt relativ easy. Oh Mann, hier geht's ziemlich weit runter. Da kriegt man ja weiche Knie, was? Ja, so viele Ebenen. Und ganz oben ist die Schatztruhe. Sieht so aus, als würde man hier dreidimensional denken müssen. Oh, der Schatz gehört mir. Hoffe ich. Dreidimensional? Und das ist eine Ebene über... Das war dumm. Das war richtig dumm. Ja, vielleicht reicht's trotzdem noch. Bitte? Erstmal ein bisschen die Energieleiste wieder auffüllen lassen. Übrigens, ich hatte mich spaßenshalber nochmal erkundet. Ja, es gibt tatsächlich eine erweiterte Energieleiste in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung wo. Ich weiß nicht wie. Ich habe einfach nur geguckt, ob es sie überhaupt gibt. Weil ich kurzzeitig Angst hatte, dass ich das eventuell mit einem anderen Spiel verwechselt habe. Das wird eng. Habe ich aber nicht. Und das ist gut zu wissen. Und jetzt kann ich ja hier einfach hoch. Ladida. Und die Schatztruhe. Yay. 100 Rubine. Die bringen uns momentan nicht viel. Aber wir haben sie. So, und wenn wir jetzt nochmal mit ihm sprechen... Alle Schätze gehören mir. Mir! Ich werde so stinkreich sein, dass mir alle zu Füße liegen. Ich glaube, du hast ein kleines Machtproblem. Wie heißt das? Götterkomplex? Nee, Gotteskomplex ist das nicht. Naja, also, wenn ihr denkt, nur weil ihr Geld habt, liegen euch alle Leute zu Füße. Nein. Geld bringt keine echten Freunde. So viel kann ich versprechen. Sprichst du aus Erfahrung oder was? Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Aber man muss noch ein bisschen drüber philosophieren, dann weiß man schon, was man hat. Okay, du willst mich nicht töten. Sehr schön. Ja, da hätten wir uns mit dem Enterhaken rüberziehen können. Ich weiß, es war nicht die Glücksidee. So, hier ist eine Falle. Fündige Augen sehen schon, wo die Falle versteckt ist. Na? Wer kann's erraten? Richtig, in der Mitte. Woran konnte man das nur erkennen? Ganz einfach, der Schatten war deutlich größer. Das ist keine Falle. So, wo kommen wir hier raus? Hallo! Oh, ich wusste gar nicht, dass hier direkt vor der Tür eine Höhle... Elektrisierend. Schockierend. Absolut schockierend. Ach, es gibt so viele Sachen, die man machen könnte. Ne? Ich meine, wir haben jetzt so viele Items. Ich gehe zurück. Wir gehen erstmal zurück. Und dann... Naja, ich bin auf die Falle reingefallen. Okay, ich gebe zu. Ja, ich bin dumm. So, da oben die Truhe wollte ich noch finden. Ein Herzteil wäre schön vom nächsten Dungeon. Das wäre doch mal ein Träumchen. Ich labe heute schon wieder sehr viel Mist. Sehr, sehr viel Mist. Übrigens, bevor ich
Nana? Nana? Ist das etwa nicht dieselbe Höhle? Dann fühle ich mich gemobbt. Okay, hier oben ist eine Truhe, die können wir uns holen. Das ist Mai Mai. Hallo, Mai Mai. Ich habe echt ein Talent dafür, irgendwie neben den Dingern aus der Wand rauszukommen, ne? Das klingt auch irgendwie voll falsch. Nicht drüber nachdenken, bloß nicht drüber nachdenken. So. Nee, nee. Geh weg. Wow! Habt ihr den Sprungangriff gesehen? Der wollte uns töten, definitiv. So, jetzt sehen wir aber. Hier drüben ist ein Holzpfahl, den können wir mitnehmen. Nee, ein Zwacken. Hurra. Okay. Aber irgendwie muss es doch auch da zu der anderen Wand. Wieso sind hier Löcher im Boden? Böse, böse Löcher. Da müsste man doch irgendwie runterkommen. Da ist der Weg versperrt. Hm. Hallo? Tatsächlich bin ich gerade verwirrt. Wie soll man denn da rüberkommen, wenn man... Das geht ja nur über die Wand, aber die Wand ist auf der anderen Seite versperrt. Das ist eine der Sachen, die ich am Anfang des Let's Plays meinte, dass man hier sehr viel ein bisschen um die Ecke denken muss und alles. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, weil wir mussten ja um die Ecke laufen. Also, ja, ich weiß. Ich bin super. Nee, aber das hat uns doch schon mal viel gebracht. Gut. Da wollen wir nicht hin. Ich würde fast behaupten, dass... Ja, muss dich nicht in die Richtung der Gegner drehen. Das wäre ja zu einfach. Lass sie einfach lieber in deinen Rücken springen. Das ist viel, viel geiler. Da oben war ich auch schon. Gut, dann gehe ich einfach jetzt mal davon aus, dass hier nichts mehr ist. Nö. Okay. Dann würde ich fast behaupten, gehen wir mal in die Schattenwelt. Beziehungsweise, ich sage immer Schattenwelt, aber es ist ja eigentlich gar nicht die Schattenwelt. Das ist Lorule. Na, die Schattenwelt war ja was anderes. Lorule ist ja ein eigenes Königreich. Ist mehr oder weniger im Schattenreich. Ja, nee. Nee, Schattenreich ist nochmal was anderes. Ach ja. Wir haben ja auch in Link to the Past gespielt. Da könnt ihr das gerne nochmal nachgucken. Ich habe die Lore von Link to the Past tatsächlich nicht so wirklich im Kopf. Ich habe Link to the Past, glaube ich, auch nur ein einziges Mal in meinem Leben durchgespielt. Sollte ich vielleicht ein paar Mal öfters machen. Schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Aber es ist... Das ist nicht ohne, sagen wir es so. Bombe! Bums! So, was bringt uns der Geheimgang da? Nur fliegende Dinos. Eine Feenquelle! Aber ich habe doch noch Feen, das war es falsch. Ich sollte vielleicht eine zweite Fee nochmal mitnehmen. Vorsicht! Ist die Mutter der Porzellankiste und so. Eine Fee mit ihr an deiner Seite. Mit ihr an deiner Seite brauchst du keine Angst mehr zu haben. Was möchtest du tun? In eine Flasche. Und da kommt sie nie wieder raus. Ich drück immer den falschen Knopf. Was ich sagen wollte bezüglich, ich drücke den falschen Knopf. Ich glaube, ich habe den Satz noch nicht ein einziges Mal zu Ende gebracht. Ich spiele momentan privat. Also ich habe es jetzt am Samstag angefangen und es ist jetzt Dienstag. Der Palast der Dunkelheit ist nah. Hier fanden sich Menschen zusammen, welche Monster verehren. Einst waren sie gute Menschen, rechtschaffene Soldaten von Schloss Lorule. Aber sie gaben sich einer bösen Macht hin. Ach, wäre ich noch stark genug gewesen, sie aufzuhalten. Lukas, Held von Hyrule, entdecken sie dich, werden sie dich gefangen nehmen. Hier sind Vorsicht und Klugheit vonnöten. Gib auf dich Acht. Dies sind die Worte von Hilda von Lorule. So, das Let's Play ist hiermit beendet, ne? Vorsicht ein Mai Mai. Vorsicht und Klugheit und so. Ist nix. Das haben wir das Mai Mai gefunden. Yay. Ja. Wir müssen allen verdächtigen Vorgängen nachgehen und jeden Eindringling festnehmen. Okay. Ja. Und das ist jetzt ein Stealth-Abteil. Übrigens, entschuldigt mich, wenn ich das DH
so richtig beschissen aus. Ich kann das nicht gut aussprechen. Okay, mein Englisch ist nicht gut. Okay. Hoppla. Du-du-du-du-dum. Naja. Tolles Gefängnis. Tolles Gefängnis. Gut, eigentlich wollte ich nur mal nachgucken, was man hier noch so machen kann, alles. Aber eigentlich könnten wir das jetzt so... Oh. Oh. Hm. Also wenn wir damit einen Gang in die... nach Hyrule freilegen können, ist das doch ganz interessant. Das könnte jetzt sogar irgendwas sein, wo wir vorher noch nicht waren. Hm. Oh, Leute, das ist schön, das ist toll, das ist wunderbar. Dann nehmen wir doch mal den Hammer. Ja, ich wollte reimen und das... Nein, das kam nicht gut. Ich entschuldige mich. Ach ja. Herzteil. Du hast dein Herzteil erhalten. Damit hast du nun 4 Stück und die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Yeah. Und hier haben wir noch eine Höhle, die nehmen wir auch noch mit. Aber da haben wir eine schöne Abkürzung nach Laurel in... zum Palast. Das ist ganz cool. Na, vielleicht machen wir das dann doch im nächsten Mal. Ja. Schön, aber war jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte. Sagen wir es mal so. Und von hier aus kommen wir nur noch da. Okay. Ja gut. Die Welt sieht an sich fast genauso aus wie in Laurel. Also von daher sollte es mich nicht verwundern. Aber jetzt, lass mich jetzt mal. Ich höre ein Mai Mai. Mai Mai. Aber ich sehe kein Mai Mai. Moment, ich habe eine Idee. Ich laufe einfach um die Ecke. Und gehe hier hin. Und guck mir einfach mal an, was hier ist. Klug. Oh, okay. Dieser Gegenstand ist so schwer, du kannst ihn nicht mit dir führen. Er übersteigt unsere Ausrüstungslast. Nein, nicht die Ausrüstungslast, die Tragelast. Ja, wie gesagt, habe ich den Satz jetzt eigentlich mal zu Ende gebracht? Ich glaube immer noch nicht. Ich spiele momentan privat Demon's Souls, das Remake auf der PlayStation 5. Ich bin absolut kein guter Souls-Spieler, aber so langsam, aber sicher kann ich nachvollziehen, was dieser Hype um die Souls-Spiele ist. Es macht irgendwie mehr Spaß, als es sollte. Auch wenn man sehr oft stirbt. Würde ich ein Soul-Teil Let's Playen? Nein. Das ist, glaube ich, nicht was man bei mir sehen möchte. Wie gesagt, ich sterbe sehr viel und ich bin nicht gut in dem Spiel. Ich sterbe sehr viel und ich bin nicht gut in dem Spiel. Schöner Reim. Wenigstens das Reim kann ich noch. Kommst du her? Sausack. So. Wollen wir mal gucken, ich will jetzt nicht innerhalb von 2 Minuten das versuchen durchzuprügeln, ne? Das könnt ihr mir hoffentlich ein bisschen nachsehen. Außerdem muss ich gestehen, ich habe morgen wieder Frühschicht. Toll. Und wir haben es jetzt schon 20.40 Uhr. Also ich sollte nicht zu lange aufnehmen, wenn es geht. So, wollen wir mal gucken. Kommen wir bis da hinten hin? In Hyrule hat es ja funktioniert. In Laurel auch. Sehr schön. Und ein Mai Mai. Oh, da ist auch eine Höhle. Das ist ein verirrtes Mai Mai gefunden. Dann würde ich sagen, gucken wir mal in der Höhle nach, hä? Übrigens, was mich irrt... Das war eine goldene Biene! Nein! Damn it. Das ging zu schnell. Schon wieder eine Feenquelle. Und, Na, scheiß drauf, komm, wir ziehen das jetzt durch. Na, ist der Part halt ein bisschen länger. Na gut. Dann machen wir mal den Stealth-Abteil. Hallo. Wieso sind hier jetzt Monster? Ach so, die waren ja auch vorher hier. Nein. Okay, wieso hat er eben mein Schild nicht angenommen? Du. Na. Guck mal her. Tot. So. Arme gegen die Bäume rennen, um zu gucken, ob da was ist. Geld. Nice. Da hatte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Ich wollte doch nur den Part strecken. Nein, das hat keiner gehört. Naja. Auf.
Seriously? Ich wollte gerade erklären, wie diese ganze Mechanik hier funktioniert. Mann! Diese Strahlen, die sie abfeuern, das ist das Sichtfeld von denen. Aber in der Wand sehen die uns nicht. Die sind ein bisschen dumm. Merkt er? Man kann die sogar aufschlitzen und die merken es nicht. Gut. Wir laufen hin und her, denn wir sind super. Die erinnern mich übrigens an irgendwas, aber ich... Schade, um richtig zu sein. Ja, mit dieser Wandlaufmechanik kann man die ganz gut austricksen. Das ist, also es ist nicht mal so sehr Stealth, wie man sich das vorstellen würde. Aber hier hinten wird jetzt Stealth. Also wird auch ein bisschen enger. Wir müssen. Im Endeffekt... Ich konnte nicht in die Wand. Wieso konnte ich nicht in die Wand? Eigentlich ist das nämlich der Trick, dass man dann in die Wand geht, wartet, bis er sich umdreht und dann, naja. Okay, versuchen wir die ganze Schose nochmal. Das ist ja ganz schön frech gewesen. Wieso konnte ich nicht in die Wand? Ich gucke nach links, ich gucke nach rechts und ich gucke geradeaus. Ich kann hier nicht in die Wand. Das ist, Ach, hier kann ich in die Wand, natürlich. Aber hier vorne ging es nicht. Logisch. Eine Truhe. So. Das hat uns gebracht. Nichts. Nice. Ich würde sagen, wir rüsten mal ganz kurz Pfeil und Bogen aus. Ich möchte nämlich mal gucken, ist das... Das ist eine Bombe. Hui! Ist das ein Schalter? Nein. Toll. Das heißt, das war ein rein optionaler Weg. Das freut mich zu hören. So, der guckt schön hin und her. Hier können wir in die Wand. Da-di-da-di-da. Das könnte unangenehm werden. Na komm. Das war knapper als es sollte. Na gut. Da ist ein Weg. Hier ist eine Gefängniszelle. Ah, das heißt, wenn wir hier jetzt gefangen werden, dann kommen wir da in die Gefängniszelle und somit haben wir einen Shortcut. Mehr oder weniger. Achso, andere Ebene. Eine höhere Ebene. Ja gut, den hier zu schießen, das ist ja nicht... Ladida. Seht ihr das, was ich da sehe? Nein! Richtig, die Gefängniszelle von innen. Du siehst mich nicht, obwohl ich dir direkt ins Gesicht gucke. Okay. Ich... denke mal, es ist eindeutig, dass ich das Herzteil haben möchte. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ist das unten oder ist das oben? Ist es unten. Na gut, dann nehme ich hier das Geld mit. Dann warten wir hier noch ihn ab. Okay, das ist oben auf dem Steg. Auf dem Steg ist immer ein bisschen bescheiden. Keiner von euch sieht mich. Keiner von euch sieht mich. Okay. Schon Herzteil. Gut. Jetzt sind wir hier. Jetzt nehmen wir auch das Mai-Mai mit, weil das hat mich schon die ganze Zeit verwirrt. So. Schön. Nee. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich dem direkt ins Visier laufe. Ich stelle mich aber auch gerade echt blöd an. Habe ich es in der Testaufnahme gemacht? Ich meine, da habe ich nicht einmal verkackt. Da habe ich es gleich auf Anhieb geschafft. Ja, das sagen alle. Ich kann eure Reaktion nachvollziehen, ja. Ladida, ladida. Wunderbar, wunderbar. Nein, du spuckst mich nicht an. Au, er hat mich angespuckt.
Also man kann nicht angreifen, während man das Schild vor sich hält. Turtling geht also nicht. So, den wollen wir nicht alarmieren. Die wollen wir auch nicht alarmieren. Okay, dann machen wir es doch einfach so. Abwarten, weil der macht jetzt einmal hin und her. Raus und rein. Düdüm. Noch einer. Hüpf. Ladida. Na gut. Dann einmal schnell den Wetterhahn aktivieren. Also wir sind jetzt übrigens beim Dungeon. Das ist, das war's tatsächlich. Ja, ich habe mich dümmer angestellt, als ich muss, aber... Was soll's. So, dann würde ich sagen, im nächsten... Erstmal öffnen. So. Übrigens sehr cool, dass er hier hinten davon gar nichts mitkriegt. Ne? Das ist dem scheißegal. Hinter ihm explodiert eine riesige Bombe. Egal. Naja, was soll's. Dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir hier im nächsten Dungeon durchstarten. Im Palast der Finsternis, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich hoffe natürlich, euch hat der Part gefallen, auch wenn er anfangs ein bisschen sinnloses Hin und Her war und ich mich ein bisschen blöd angestellt habe. Hoffe ich doch trotzdem, dass ihr euch auf den nächsten Part freut. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Kommentar und ich sag Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye!